Hi, na, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben hier unser Evoli und müssen ihn hier verhauen. Eine kleine Straße zwischen zwei Städten. Ach, Route 7 hat ihren ganz eigenen Charme. Oh, bist du bereit? Ja. Na dann, wie wäre es mit etwas Musik? Dieses Stück nenne ich Pokémon-Kampf. Du hast ja noch nie... Musik hatten wir beim letzten Mal und das hat uns allen nicht gefallen. Niemand von uns. David, deswegen lass das mal lieber sein. Wir sind hier ein bisschen Anti-Musik. Beispiel, zumindest Anti-Scheiß auf mich. Los geht's. Wenn ich das gewusst hätte, dass du mit dem Torrente anzuppelst hier, ne? Ich versuch mal Säure. Ja. Wir werden ja jetzt eh kaputt gehen. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen was rausholen können? Nee, guck mal, nochmal Säure. Dann müssen wir nicht einwechseln und kriegen dann von Torrente nochmal einen auf die Fresse. Was ist Fassade denn für eine unsinnige Attacke? Du kleiner Lauchboy, du. Der Lauch. Und alleine diese Augenbrauen, ne? Theo Weigel. Glut! Mir. Zack. Ach, das ging noch ganz gut. Jetzt kriegt Exenboy die ganzen Erfahrungspunkte. Fertig. Ach, Knuddelhof ist auch noch da. Dann wechseln wir mal Anubis ein. Jawohl. Guck mal hier. Der haut dich kaputt. Ich hätte jetzt eigentlich gerne diesen super Evoli-Crasher. Aber ich glaube, das muss leider Wunschdenken bleiben. Korpfnuss. So. Ja, siehst du mal. Zurückschrecken. So habe ich es gerne. Ich habe ja auch noch die Evoli-Bonbons, die ich reinwerfen müsste, ne? Mache ich denn dies einfach mal? Mach ich jetzt direkt. Damit der Vorteil noch unfairer wird. Ist eigentlich eine gute Idee. Anubis erreicht Level 37. Heilige Henne. Und David ist kaputt. Oh, danke für diesen tollen Kampf. Dann bekommst du das hier von mir. TM12 Fassade. Oh, ja. Damit können Pokémon Fassade lernen. Setzt ein Pokémon Fassade ein, während es von einem Statusproblem betroffen ist, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Von 40 auf 80. Oh mein Gott. So viel. So, warte mal. Ich gucke jetzt gerade... Nein, zurück. Bonbonglas. So, was haben wir denn hier? Flott Bonbon Blues. Da hauen wir mal alle in Anubis rein. Ja. Böse Zungen mögen behaupten, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber finde ich nicht. Ich finde nicht. Alleine diese Zahl immer größer werden zu sehen, macht doch jegliche Mühe wieder weg. Ne? Ja. Da, guck mal. Und Anubis braucht auch immer nur die Stufe 1 Dinger da. So lobe ich mir das. Außer von den Flottbonbon, da braucht es irgendwie 19. Wahrscheinlich ist das abhängig auch noch von Flottbonbon Plus. Hm. Da, guck mal, Initiative 62. Da macht es doch überhaupt keinen Sinn, Kaskade zu lernen, wenn wir sowieso nie als Erster angreifen dürfen. Haben wir nicht drüber nachgedacht, ne? Irgendwie fehlt da doch der... Nee, das ist... Das ist irgendwie auch falsch gelaufen dann. So, machen wir hier mal Sifredi ein bisschen stärker. Robust Bonbon. Alles auf Anubis. Verteidigung muss hochgebuttert werden. 95, 96, 97, 98, 99 und 100. Yes! Mentalbonbon machen wir mal auf Saugglocke. Obwohl ich gar nicht weiß, ob Rasierblatt eine Spezial- oder eine physische Attacke ist. Nein, ich hab kein... Nee, nee. Dauerhaft Pokémon-KP erhöhen. Ja. Yes. 132. 133. 134. Und 135. Jetzt geht's noch weiter hier. Robust Bonbon Plus. Mehr. Ach, guck mal.
So viel Verteidigung. Wie viele Punkte haben wir da jetzt mittlerweile? 20 mehr gekriegt? Ach du heilige Fritte. Evoli ist auch schon ein richtiger Brecher jetzt. 1580 WP. Oh meine Fresse, ey. Das kannst du niemandem erzählen. Uiuiuiui. So, Gripsbonbon, was kann das denn? Spezialangriff. Auf jeden Fall. Wir haben bald gar keine Bonbons mehr. Ist aber auch nicht schlimm. Denn wir haben das alles gut ausgewählt und alles gut verwendet. Angriff 85, das muss noch höher. So, jetzt Evoli stärker machen. Nein, nicht Sifredi, der Magnet. Da alles plus 1. So ist es richtig. Das war... Allein diese kleine Behandlung war ja de facto wahrscheinlich von der Summe der, der Attribute, die wir erhöht haben, so gut, als hätten wir irgendwie 10 Level-Ups gemacht. Das ist schon hart. Ich finde, das ist schon eine Hausnummer, ne? So, dann schicken wir nochmal ein paar von denen an den Professor. Die hier zum Beispiel. So, und die Pummelufs. Alle weg. 11 Georock habe ich. Das ist ja nett. So, von dem Sellout kann ich mir gerade noch nicht wirklich was holen. Aber ist egal, wir haben ja auf jeden Fall ordentlich Plus gemacht. Unser Evoli ist jetzt mächtig. Hi. Willkommen im Pokémon Center. Wieder fit machen? Leute, gute Frau, meine Pokémon sind fit. Die sind so fit, die hauen dir einfach aus vollem Arm was auf die Fresse, wenn die wollen. Mit Hüfte eingedreht und zack, Boots direkt ins Gesicht. Beehre uns bald wieder. Ja. Mach ich. Hier ist ein Magazin mit dem Titel Die besten Ausflugsorte für Pokémon-Trainer. Möchtest du es lesen? Natürlich. Der Ausflugsort, den wir euch in dieser Ausgabe vorstellen möchten, ist die leicht abschüssige Straße, die Prismania City und Fuchsania City verbindet. Der Pokémon-Weg. Vor allem am Wochenende wimmelt es dort nur so von Trainern und ihren Pokémon. Wie man hört, soll schon das ein oder andere Aufeinandertreffen zweier Pokémon zu einer besonderen Begegnung ihrer Trainer geführt haben. Ohoho, Pongo und Perdita, ey. Perdita? Perdita? Die heißt doch nicht Perdita. Perdita? Ist egal. Madame Prismania, grüß dich, junger Herr. Ich bin diejenige, die dir einen Blick auf die zukünftige Begegnung gewähren kann. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für 10.000 Pokédollar kann ich deine Zukunft sehen und es dir verraten. Hast du Interesse? Alter Schwede, 10.000? Bist du eigentlich des Wahnsinns? Die Pokéflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man mit ihr auch schlafende Pokémon aufwecken. Der Ton schreckt sie auf. Siehst du die Frau dorthin in der Ecke, die mit dem Abraham-Schlepptau? Viele Leute munkeln, dass sie eine unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Ja, je teurer das ist, desto besser ist das auch. Ich bin aus Alola hergekommen, um so viele der hier in Kanto heimischen Vulpix zu sammeln wie möglich. Du hast nicht zufällig eins? Falls ja, würdest du dann gegen meinen Vulpix tauschen? Ich habe bestimmt eins. Hier, Foxy Lady, das ist es doch. Hier, nimm die Foxy Lady. Foxy Lady, oh yes. Du gibst Foxy Lady in die Obhut von Foxy Lady. Mach's gut, Foxy Lady. Foxy. Lele Lady. Foxy Lady. Oh yes, Foxy. Da haben wir White Fox. Richtig gutes Tier. Kann man mal machen. Danke für den tollen Tausch. Im Unterschied zu ihren Artgenossen aus Kanto gehören Vulpix in ihrer Alola-Form übrigens dem Typ Eis an. Oh, du siehst fantastisch aus. Du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir her. Das interessiert mich. Ja, ich sehe sie vor mir. Die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Soll ich deinem Evoli eine meiner fantastischen Attacken beibringen? Nee, ey, du kannst dich mal gehackt legen. Verstehe. Sag mir einfach Bescheid, wenn du es dir anders überlegt hast. Dann bringe ich dir eine fantastische Attacke bei. Fantastisch. Fantastico! So, was geht hier? Hey! Latsch nicht andauernd vor mir rum, oder willst du dich mit Team Rocket anlegen? Alter, Jungs, immer direkt auf Krawall, ne? Quappo ist mein bester Freund. Es hat sich aus einem Quapuzzi entwickelt, dass ich einen Wasserstein auf es angewendet habe. Quappo. Ah, hallo! Was für ein Zufall!
Wollte ich hier machen, fragst du? Ah, ich bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City. Ja, genau. Ja, hier. Als Arena-Leiter nehme ich nämlich großen Wert, mich mit meinen Kollegen auszutauschen, weißt du? Also bin ich eben mein Profi durch und durch. Jetzt juckt mir ein wenig mein Schritt. Da, leider sehen das meine Kollegen nicht alle so, deswegen bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Marmoria-Cracker waren als Mitbringsel gedacht. Hier, kannst du haben. Du erhältst Marmoria-Cracker von Rocco. Verstaust das Item in der Medizintasche. Wenn ich Marmoria-Cracker-Crabber, kriege ich immer einen ganz trockenen Hals. Ja, trink ein bisschen neuen schlingen Tee-Tee. Du erhältst eine Tasse Tee von Rocco. Du verstaust das Item im Beutel. Ja. Oh, verpflegst du wohl nur eine Tasse für den Wachmann auf. Das sah so durstig aus. Naja, alles lässt sich nicht ändern. Ah, jedenfalls scheinst du auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Da lobe ich mir immer weiter so. Bis dann und ciao. Ja, hier kriegst du einfach den Tee so geschenkt. Ein bisschen on rails, aber ist okay. Für die ganz Blöden unter uns. Von seinen geliebten Pokémon umgeben zu sein und in aller Ruhe ein Tässchen Tee zu trinken, das sind die Momente im Leben, die wirklich zählen. Obwohl ich mir vorstellen könnte, wenn irgendjemand heutzutage noch so Pokémon Rot und Blau streamt, der sagt dann, woher soll man das denn wissen? Das Spiel sagt einem das alles nicht. Uhuhuhuhu, ich lebe in so Jahre 2018 und werde nur gebauchpinselt von Nintendo-Spielen. Skyward Sword ist das Beste, weil man da alles erklärt kriegt. Eine Firma, in der man nicht jeden Tag im Anzug antanzen muss. Ach, das macht mich ganz schön neidisch. Ich halte gerade ein Meeting mit einem vielversprechenden Kunden ab. Willst du mitmachen? Ja! Warum darf ich denn nicht? Kann ich mich da einfach hinsetzen? Ein Meeting machen? Alter, was ist das? Das ist Pokémon Grün und Rot. Wer seid ihr denn? Was bist du denn für eine Jungfrau? Ich bin der Grafiker. Ich war es, der das Design für dich entworfen hat. Wenn irgendwelche Texturen sich wiederholen, war ich das. Schön, dich zu sehen, Pokémon-Trainer. Du weißt zwar wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schau nochmal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Ich bin der Programmierer. Meine Tätigkeit ist so komplex, ich kann gar nicht darüber reden. Was ist das? Ist das hier so ein Sand, so ein Bad für so Babys oder was? Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne und nicht zu vergessen Sabrina. Simsalabim. Guck mal, da ist noch ein Bild von Pokémon Blau. Und Gelb. Ich bin der Projektleiter. Dir scheint dieses Spiel ja eine Menge Spaß zu machen, das freut mich. Viel Erfolg mit deinem Pokédex. Sag Bescheid, wenn du ihn vervollständigt hast. Kann ich ja nicht, weil ich hier ja wieder nicht alle Pokémon fangen darf. Was ist hier? 3 Energiebonbons. Ja, dafür bin ich hier hoch. Ist das eigentlich so rechtens? Einfach nur so ein... Na gut, so einen Zaun gibt es ja in Japan öfter auf dem Dach. Zumindest alle komischen Schulserien haben sowas. Ich weiß nicht, macht man das wirklich? Einfach so einen Maschendrahtzaun oben auf dem Dach, aufs Dach zu stellen und dann ist er fertig? Finde ich irgendwie ein bisschen zu wenig. So, dann holen wir uns jetzt mal unser Evoli. Na, Fetti? Nee. Ich würde so gerne... Ich würde nicht so gerne auf Sifredi reiten können. Das ist irgendwie schon so ein bisschen befremdlich. Das will ich nicht. Du findest ein Nugget. Hundescheiße, sagen andere dazu. Aber ich sage, es ist ein Nugget. Ja, und das versuche ich zu verkaufen für 5000 Dollar und sagt, das ist von einem goldenen Hund gelegt worden. Also, nein, das gibt's gar nicht. Goldene Hunde. Du findest ein Sonderbonbon. Ah, guck mal hier. Guck mal da, guck mal hier. Seid ihr mit mir? Okay. Ja, es tut mir leid. Okay, rauf aufs Dach. Das war damals übrigens als Kind wirklich so ein Achievement. Hier hoch zu rennen und das zu finden. Und dann bist du da rauf und dann ist kein freien Platz in deinem Team. Dann musst du es wieder runter. So, jetzt gib mir mein Evoli. Da ist es doch. TM44 Knuddler. Das ist kein Evoli. Steht hier. Nix. Auf der Tafel stehen Informationen zu den Kommunikationsfunktionen. Willst du sie lesen? Ja. Wähle Kommunikation im Spielmenü und dann mit Freunden spielen, wenn du mit anderen Spielern tauschen oder kämpfen möchtest. Als nächstes hast du die Wahl zwischen lokale Verbindung und Online-Verbindung. Wähle anschließend entweder Link-Tausch oder entscheide dich für ein Kampfformat. Gib dann
denselben Erkennungscode ein wie dein Spielpartner, um euch zu verbinden. Kann ich das einfach machen? Kann ich einfach mit irgendjemandem? So, pass auf jetzt. Ich finde die Musik gut. Linktausch. So. Welchen Code nehmen wir denn mal? Lörris. Lörris. Shigi Erde. Auf geht's. Es wird nach einem Spieler für einen Linktausch gesucht. Da kommt doch jetzt bestimmt was. Ja? Wieso muss man das so machen? Ich meine, das ist ja so ein bisschen... 90er Jahre? Macht das MI7 das eigentlich auch noch? Oh! Hohoho. So, pass auf. Alter, was ist mit ihm denn los? Er will mir Mewtwo Level 100 geben. Ist okay, ich gebe dir dafür meinen Kangama. Auf geht's. Der andere Spieler hat den Tausch abgebrochen. Was ist denn da los? War doch ein astreiner Einsatz. Das ist so gut. Und der wollte jetzt bestimmt mit seinem Freund da tauschen. Aber es hat irgendwie nicht geklappt, weil irgend so ein komischer Schmierfink, aka ich, damit reingegrätscht ist. Hoho!